Ich habe in Göttingen und in Spanien an der Universität Granada studiert, Sportwissenschaften, bin danach für einige Zeit nach Bochum gegangen, habe dort im Spitzensport gearbeitet, habe mit Sportlerinnen und Sportlern aus den verschiedensten Sportarten im Bereich Sportrehabilitation, Fitnesstraining gearbeitet und danach im Jahr 2012 ging es nach Frankfurt an die Universität, habe dort am Institut für Sportwissenschaften zwei Promotionen verfasst, einmal in der Sportwissenschaft, einmal in der theoretischen Medizin, habe auch meine Habilitation in Frankfurt verfasst und bin im Ausland mehrmals gewesen als Gastwissenschaftler bei Mechanics Lab der Johnny Moores University in Liverpool und in Amsterdam an der Freien Universität. Und dann ging es im Jahr 2022 nach Österreich, Klagenfurt. Dort habe ich die Professur für Bewegungswissenschaften übernommen, das Institut für Sportwissenschaften aufgebaut und geleitet auch. Und jetzt, ja, freue ich mich. Für Bayreuth sprechen gleich mehrere Gründe. Zum einen ist Bayreuth, obwohl ja die Uni Bayreuth noch eine relativ junge Universität ist, ja, ist Bayreuth, die Sportwissenschaft in Bayreuth eigentlich ein Traditionsstandort schon mittlerweile. Das hat es natürlich attraktiv gemacht. Zum anderen haben wir ja mit dem BEISPO, also dem Bayreuther Zentrum für Sportwissenschaft, eine ja eigentlich einmalige Konstellation. Das ist ja ein relativ fakultätsunabhängiger Zusammenschluss von Personen und Lehrstühlen aus dem Umfeld der Sportwissenschaft sozusagen. Das heißt, wir haben von der Sportökologie, Sportökonomie bis hin zu klassischen Disziplinen der Sportwissenschaft wie Bewegungstrainingswissenschaft oder Sportpädagogik sozusagen alles beisammen. Ja, und die kurzen Wege, die Möglichkeit, in so einem großen Team sozusagen interdisziplinär zu arbeiten, das sind natürlich neben der Attraktivität jetzt von Bayreuth, Stadt und Region, die Anziehungsfaktoren gewesen. Ich habe natürlich erstmal vor, einen großen, erfolgreichen und auch international etablierten Lehrstuhl aufzubauen. In Bayreuth ist mir in der Lehre besonders wichtig, dass es eine enge Verzahnung gibt von Theorie und von Praxis, auch von praktischen Inhalten und wissenschaftlichen Methoden sozusagen. Das sind ja zwei Dinge, die häufig so ein kleines bisschen nebeneinander laufen. Mir ist ganz wichtig, das eng zu verzahnen, damit die Studierenden sehen, wofür sie wissenschaftliche Methoden brauchen, wofür sie auch in der Praxis einsetzen können. In der Forschung habe ich im Wesentlichen zwei große Schwerpunkte. Zum einen interessiert mich das Hype-Thema Faszien. Das ist ja so ein großer Themenbereich, der durch die Fitnessmagazine, Apotheken, Umschauen und so weiter durchläuft. Und ja, mich interessiert natürlich die Evidenzgrundlage. Also gibt es ein Faszientraining? Faszien, das ist ja das Bindegewebe um die Muskulatur rum. Kann ich das gezielt trainieren? Mit welchen Methoden gelingt es zum Beispiel optimal? Spielen Faszien eine Rolle bei Rückenschmerzen? Das sind so Fragen, die mich umtreiben. Das wäre so der erste Themenbereich. Und daneben interessiert mich die Neurokognition und Bewegung. Das heißt also der Zusammenhang zwischen Bewegung und Hirnfunktion. Das heißt also mit Blick auf das erfolgreiche Altern zum Beispiel, die Verletzungsprävention im Sport. Ja, wie ist die Wechselwirkung, wenn ich mich bewege und der Hirnfunktion? Kann ich also zum Beispiel meine Gedächtnisfunktionen verbessern? Kann ich die Aufmerksamkeit verbessern, die Informationsverarbeitung, also Informationen schneller verarbeiten, interpretieren im Gehirn, um zum Beispiel Verletzungen im Sport zu vermeiden? Ansonsten habe ich schon gesagt, mir ist die Interaktion zwischen Praxis und Wissenschaft ganz wichtig. Deswegen veranstalte ich mehrmals typischerweise jährlich eine Art Convention, ein Event, bei dem es darum geht, Personen aus der Praxis und aus der Wissenschaft an einen Tisch zu bringen, wo es also neben Vorträgen wissenschaftlich orientiert auch praxisorientierte Workshops gibt und praxisorientierte Lectures. Und das ist immer eine wunderbare Sache, um ja auch den Bereich Third Mission so ein bisschen zu stärken. Das heißt also zu schauen, dass die Universität auch in die Praxis reinwirkt. Das ist mir ganz wichtig.